da. Komm mal her. Ja, meine lieben Freunde vom Konfetti, meine lieben Freunde vom Günther, vom King des Karaoke, herzlich willkommen, dass ihr alle da seid. Jawohl. So. Machen wir Musik ein bisschen aus. Also es wird machen wir ganz spektakulär. Wir brauchen einen Trommelwirbel. Wir halten einen Trommelwirbel. Kennt ihr mal auf die Tische? Ja, auf die Tische. Roberto Beach Club, vielen Dank an den Roberto Beach Club, dass er das hier zur Verfügung stellt. Seine traumhafte Location, jetzt machen wir ein bisschen Werbung, vielleicht irgendwas umsonst. Ja, vielleicht. Also es ist heute ein denkwürdiger Tag und zwar der Günther macht seit 30 Jahren Karaoke. Und es ist schon wirklich mal ein Applaus wert. 30 Jahre. Abschau von Japaner. Als ich 1998 das Konfetti übernommen habe von diesem wunderbaren Mann, von dem Kurt, der immer einen Riecher hatte für die guten Sachen, die es auf der Welt gibt, hat er ja schon bereits 5 Jahre ungefähr den Günther engagiert gehabt. Der Günther hat sein Karaoke angefangen im Prinzip im Konfetti. Ja, so schaut's aus. Eigentlich nicht, aber... Ja. Aber wir wollen ein bisschen lügen natürlich, ja, wir müssen das schön färben. Und wenn man sich vorstellt... Vorher war nur eine Übung. Das war der, er musste natürlich erstmal professionell werden, bevor er dann ins Konfetti gekommen ist. Aber wenn man sich vorstellt, wo ich das Konfetti 98 übernommen habe, war der Günther schon fest im Programm vom Konfetti jeden Sonntag. Und man muss also erstmal schon sagen, ich bin ja mit vielen Künstlern auch auf der ganzen Welt unterwegs, in meinem Beruf als Fotograf oder Modeltrainer. Aber so eine Kontinuität, die der Günther hat. Zur Gesundheit. So eine Zuverlässigkeit, so ein Talent, wie er hat, sowohl wenn er singt mit seiner Band, auch wenn er Karaoke singt oder wenn er dann Sänger unterstützt beim Singen, wenn man den Ton immer so richtig trifft, das ist wirklich einmalig. Es gab dann in der Zeit, wo ich das Konfetti hatte, auch einen Bericht vom bayerischen Fernsehen, die hatten eine Reportage gemacht über ein weltweites Phänomen, Karaoke, und da sind ja also tatsächlich das Team von Bayerischen Rundfunk, ist also um die ganze Welt gereist, hat viele Lokale auf der Welt besucht und das Konfetti war das einzige Lokal, was damals schon über 20 Jahre kontinuierlich jeden Sonntag Karaoke veranstaltete. Und es war auch wirklich ein Riesenerfolg für mich, natürlich auch für den Kurt, der das alles initiiert hat. Und wenn man sich vorstellt, wir hatten in diesen tollen Jahren, da wo es noch die D-Mark gegeben hat, im Durchlauf 500 Gäste an einem Sonntag. Und das muss man sagen, wenn man sich vorstellt, in München an einem Sonntagabend 500 Gäste, das ist wirklich eine Sensation. Was auch ganz toll war, ich habe ja dann, wo ich das Konfetti übernommen habe, eine Webseite gemacht, wo ich auch das Karaoke beworben habe. Und dadurch hatten wir dann auch Gäste aus der ganzen Welt, denn München ist eine Touristenstadt. Und es gibt auch auf der ganzen Welt Fans von Konfetti. Und so hatten wir auch über diese ganzen langen Jahre Konfetti, Karaoke, auch immer wieder ein internationales Publikum. Und ich habe da ein irrsinnig tolles Feedback bekommen. Das war schon eines der Highlights dieser ganzen Jahre, wo ich das Konfetti hatte. Auch mal noch einen Dank an die ganzen Gäste, die über die langen Jahre, wo auch da die Baustelle war, dem Konfetti die Treue gehalten haben. Es hat leider alles ein bisschen traurig geendet. Die meisten von euch wissen das ja. Ich habe da auch ganz große Schmerzen dadurch bekommen. Aber das vergessen wir jetzt alles wieder. Wir sind heute da, dass wir eine Party machen. Jetzt erwarte ich ja noch irgendwo einen Großpicker. Jetzt pass auf, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Okay, und zwar habe ich ein kleines Gedicht gemacht, der liebe Günther. Oh ja. Du warst der Dichten war schon immer bei. Ich hoffe, ich meine Dichten. Also pass auf. Der Günther, unser Superstar.
macht Karaoke schon seit 30 Jahren. Im Konfetti 93 wurde die Karaoke King schon geboren und er hat uns alle daraufhin eingeschworen. Sonntag für Sonntag kamen alle, um zu feiern und zu singen, und ich höre noch heute die besten und die schrägsten Stimmen klingen, so wie der Otto. Sogar in Gran Canaria war ich mit Günther in den Karaoke-Bars. Wir hatten ganz viel Spaß und fühlten uns dort als Superstars. Zurück daheim hatte Günther dann das umgesetzt, dass zwischen den Gesangseinlagen Partymusik fetzt. Das war nämlich vorher nicht so. Mein Gott, das ist jetzt fast 30 Jahre her. Daran zu denken, fällt mir richtig schwer. Wir haben dem Günther ganz viele schöne Zeiten zu verdanken und konnten bei seinen Shows immer gute und beste Laune tanken. Die Bühne war und ist für unser Kind sein ganzes Leben und dort wird er immer alles für uns geben. Musik und Spaß, das hält uns und unseren Günther jung und gibt uns täglich unseren Schwung. Heute feiern wir alle hier mit dir die 30 Jahre und wünschen uns, das ist dir doch sicherlich auch bewusst, dass du hier auf der Bühne beim 40. aufstehen musst. Kurt und Max und all deine Freunde sagen an dieser Stelle für die tolle Zeit mit dir ein großes Dankeschön und dass wir uns noch viele, viele Jahre beim Karaoke wiedersehen. Danke, Günther. Danke, Günther. Super, danke, Kurt. Ein wunderbares Gedicht. Wunderbar, danke schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein wahnsinniger Schriftsteller bist. Immer schon gewesen. Also du hast so viele Talente auch, wo immer wieder ein neues Talent dazukommt. Jawohl. Übrigens auch ein geiles Sakko, gell? Ja. Geiles Outfit. Das ist zu viel. Okay, wo haben wir denn jetzt eigentlich unser... Jetzt kommt die große Überraschung. Die große Überraschung, genau. Günther, schau dir mal dieses Talent an. Wow. Dann ist weg. Von jedem nicht. Und wir werden den gerecht aufteilen. Ich glaube, so zwei, drei Leute werden schon was abbekommen, weil ich bin ja ein großer Tortenfan. Kein Widerspruch? Okay. Dann müssen wir tun. Aber bitte. Nein, natürlich nicht. Wo schreiben wir denn die auf jetzt? Okay. Also schaut, dass ihr irgendwie Teller organisiert und dann holt ihr jeder ein Stück, dass er teilnehmen kann an dieser wunderbaren Torte, die du. Ja. Nein, die haben die gespendet. Also da würde ich noch sagen, Applaus für die Leute. Nein, aber hier ist ein Applaus, das würde ich auch sehr, sehr gut. Hast du die selber gemacht? Ja. Selber machen lassen, oder? Also das ist wirklich toll. Vielen herzlichen Dank. Du, der darf man eigentlich nicht kaputt machen. Nein, der darf man nicht kaputt machen. Die Torten, dann essen wir halt nicht. Dann essen wir nicht. Nein, tut mir leid, gibt's halt nichts. Den muss ich aber ein Foto kennt ihr. Den muss ich holen. Wer muss ein Foto dafür? Ich hab morgen was zu wissen. Ja. Weiter schräg stehen. Schau mal her, der Kameramann sagt, nochmal, jetzt haben wir's. Geht so, passt. Super. Dann sitzen wir mal weiter, Kinder. Okay. Also die Torte kommt jetzt da bei uns auf den Tisch. Vergiss es! Vergiss! Die wollen doch gar kommen. Die wollen keine Torte. Nur ich. Schatz, ich halt. Super. Wo bist du, Mann? Wo bin ich? In Miesbach. In Miesbach? Mit der Torte? Nein. Da hat er die verfolgt. Karaoke-Scheiße, glaube ich. So, mit der Karaoke-Scheiße. So kann es passieren mit den Überraschungen. Wenn der Götter nichts weiß, es ist ein Geschenk für ihn. Also ich würde sagen, er hat auch bestimmt, was damit passiert. Aber jetzt ja schon ein bisschen angefixt. Nein. Jetzt machen wir es ganz anders. Jetzt sagen wir zu alle, wollt ihr ein Stück Torte? Aber das ist sehr leise. Also da müsst ihr euch ein bisschen anstellen. So eine Torte anzuschneiden und ein Stück zu bekommen, come on. Was ist los mit euch? Wollt ihr? Es ist ja schon eine fortgeschrittene Stunde, es hat schon Bettmüll, oder? Also nochmal, wer will ein Stückchen Torte? Ich will aber gnädig sein mit dem wunderbaren Publikum, vor allem, weil ja ich also große Dankbarkeit euch entgegenbringe für diese lange Zeit, wo wir im Konfetti waren. Okay, also wir haben es bereit zum Aufschneiden, jeder soll ein Stück bekommen. Dann übergebe ich jetzt wieder an den King. Aber nicht andrängen, ja, jeder. Nein, steht in der Reihe, so wie in Singapur. Da stehen das alle ganz ordentlich in der Reihe.
Also Günther, ich spende euch die Torte. Machen wir weiter mit dem Programm, oder? Weiter im Programm. Was ist los? Alles gut, oder? Das ist alles ganz schön viel für mich heute Abend. Ja, das war genauso, wie der Max gesagt hat. Er würde mit mir mal ein Lied singen, weil ich muss nämlich dann um 22.30 Uhr schon wieder fahren zum nächsten Job. Wer singt mit mir mit? Maria! Maria, komm mal. Wir singen ein Lied zusammen. Was machen wir denn? Was sind wir denn? Du wählst aus, die Frau, die darf wählen bei mir. Ich bin immer Champion gewesen und werde auch immer bleiben. Was sind wir denn? Jetzt war ich liebe dich. Gibt's es? Also ich versuche mich jetzt, ich kann nicht über 17 sein, wobei ich liebe meine Erinnerungen an mein 17. Lebensjahr. Da bin ich schon Auto gefahren und Führerschein, dann habe ich überschlagen. Aber das ist verjährt, da gibt es keine Strafe mehr. Komm mal ruhig sagen. So habe ich das Auto gefahren gelernt. Ich bin gar nicht in die Fahrschule gegangen. Ich bin einfach gefahren. Was hast du gemacht, dass du 17 warst? Okay, Sie sagen nichts dazu, da kann man sich ja vorstellen. Sie sind auch in die Mädchenschule gegangen. Da war das Recken, da war das halt 14. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt sehen wir noch kürzer. Da machen wir so hohe Haken an. Geil. Da kann ich mich auch erinnern. Da gab es so eine schwarze Strapse, Mädchenstrümpfe und rote Steckballschuhe. So okay. Viel Mischung, dann ist das super. Wow. Ja, ja. Okay, wir haben es soweit. Du kannst nicht mehr 17 sein. Du kannst nicht immer 17 sein. Mit Maria und Max. Dankeschön. Ich hab gar keine Ahnung, wie das geht. Leider hat er es auf der Rücksicht sein.
Okay, die Maria sieht jetzt, ich rede schon wieder scheiße.